Hallo? Hallo, mein Name ist Nagis. Ich bin bei Frauengruppe, internationalistische, sozialistische Frauengruppe und Rio Revolutionäre Internationale Organisation. Und ich bin heute als Kurdin, als Geflüchtete und als Feministin hier, um meine Solidarität zu kämpfen in Rojava zu zeigen. Deswegen, ich bin sehr emotional. Ich hoffe, dass ich meine Rede ganz gut halten kann. Die türkische Invasion wurde nun durch die USA und Russland legitimiert. Aus der Invasion wurde dadurch eine Besatzung. Verteidigungsministerien AKK will in Rojava eine gemeinsame international kontrollierte Sicherheitszone mit der Türkei und Russland. Deutschland würde damit noch viel direkter als bisher als Bundespartner Erdogans in den Krieg in Syrien angreifen. Der deutsche Staat, der Saddam Hussein, 1989 mit Chemiewaffen bei der Ermordung von über 5000 kurdischen Zivilisten in Halabja half, soll nun plötzlich als Schutzherr der Kurdinnen auftreten. Mit Sicherheit hat das nichts zu tun. Wir verurteilen die Pläne des neuen deutschen Militarismus und Kolonialismus, der in Mali und Afghanistan schon viele Menschen getötet hat. Mit dem Motto Frauenbefreiung und Frauenrechte rechtfertigte und legitimierte der Imperialismus seine Kriegsmaschinerie und Besatzungspolitik in Westasien. Dabei wurden von Imperialismus die Bedingungen für den Aufstieg der IS geschaffen, was zum Tod und Flucht Hunderttausende geführt hat, Massaker an Jesidinnen verursacht hat und zu Vergewaltigung und Sklaverei der jesidischen Frauen geführt hat. Wer hat diese Frauen verteidigt? Das waren die JPG und JPG-Einheit. Die Frauen sind die Verliererinnen der Invasion und Besatzung in Rojava, die Selbstverwaltung in Rojava, wo die Frauen gleichberechtigt mit den Männern die Verwaltung übernommen haben, wird angegriffen und territorial stark eingeschränkt. Die fortschrittlichen Gesetze werden durch die Regeln der dschihadistischen Gruppe ersetzt. Jetzt müssen Frauen noch einmal ihre Rechte gegen die dschihadistischen Kräfte, unterstützt von der Türkei, verteidigen. Die Abhängigkeit der gesamten Region von imperialistischen Mächten, ein Erbe des europäischen Kolonialismus, bedeutet permanentes Elend für die Massen. Im letzten Jahrhundert hat der Imperialismus Millionen Menschen ermordet, auf genauso bestialische Weise wie der IS. Die Heuchlerei der deutschen Regierung kennt keine Grenzen. Während sie ihre Unterstützung von dem kurdischen Widerstand gegen IS von den Fernsehkameras bekundet, bleibt die größte nordkurdische Partei, die PKK, in der Bundesrepublik verboten. Die JPG und JPG werden kriminalisiert. Deutschland verkaufte schon die Panzer an die Türkei, die in den 90er Jahren kurdische Dörfer zerstörten und zehntausende Menschen ermordeten. Deutschland hat mit Erdogan den sogenannten Flüchtlingsdeal geschlossen und ordnet die Interessen Geflüchteter und Kurdinnen unter. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Say it clear, refugees are welcome here. Die türkische Invasion zerstört mit ihren Luftwaffen die Lebensgrundlage der Menschen und der Natur. Diese Gebiete soll erst bombardiert, dann neue betoniert werden. Dabei marschiert die türkische Armee mit deutschen Panzern ein, um die Region zu erobern. Es sind die imperialistischen Konzerne, die von Kriegsmaschinerie Profite ziehen und die Hauptverantwortung tragen. Denn im Kapitalismus steht Profit über allem. Über Menschenleben, über das Überleben von Ökosystemen und über der Zukunft des Planeten insgesamt. Gibt es einen Ausweg aus der derzeitigen Situation in Rojava? Ja, den gibt es.
Die Verteidigung Rojavas liegt zum einen in der Allianz mit den Ausgebeuteten und Unterdrückten in der Region selbst. Im Iran haben Arbeiterinnen in vielen Städten auf die Straße mobilisiert und ihre Betriebe bestreikt. Im Irak hat die soziale und politische Krise eine neue Dimension erreicht, wo die Massen gegen Arbeitslosigkeit und Korruption auf die Straße gehen. In der Türkei hat die politische und wirtschaftliche Krise sogar Erdogans Partei erreicht. Die hohe Arbeitslosigkeit und der korrupte Staatsapparat sowie niedrige Löhne verursachen in der Türkei Unmut. Die Arbeiterinnenklasse in der Türkei und der ganzen Region Westasien kann die Unterdrückung und Ausbeutung mit Streiks und Massenaufständen konfrontieren, wie es zurzeit weltweit an vielen Orten von Irak bis Chile geschieht. Die freie Zukunft Rojavas ist nicht nur von der revolutionären Politik von Ort abhängig, sondern auch von der antiimperialistischen Politik in den imperialistischen Zentren gegen die Komplizschaften unserer eigenen Regierung und gegen kriegsbetrieberischen Waffenkonzerne. Auch dem Vorbild der Hafenarbeiterinnen vor Genua, die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien vor dem Krieg in Jemen blockierten, kann die europäische Arbeiterinnenklasse ihre Macht in die Waagschale legen und die Waffenexporte blockieren, bestreiken. Die Jugendbewegung um Fridays for Future kann ihre Solidarität auf Kurdistan ausdehnen und Schulen, Universitäten und die Straßen lahmlegen, bis die imperialistischen Regierungen ihre heuchlerische Unterstützung vor türkischem Regime aufgeben. Wir fordern als sozialistische Feministinnen von Brot und Rosen und als revolutionäre internationalistische Organisation nieder mit der türkischen Besatzung, vor den Rauswurf aller kolonialen, regionalen und imperialistischen Länder aus Kurdistan. Der geflüchtete feindliche Deal zwischen der EU und der Türkei muss ersatzlos gestrichen werden. Stattdessen vor die Aufnahme aller Geflüchteten, die in Europa Asyl beantragen wollen, unter würdigen Bedingungen. Aufhebung des Verbots und Ende Repression gegen die kurdischen Organisationen PKK, YPG und YPJ sowie weitere kurdische Organisationen. Die PKK muss von den Listen der Terrororganisationen gestrichen werden. Freilassung aller kurdischen und Kurdistan solidarischen Gefangenen in den europäischen Gefängnissen. International Dana YPJ Beijing. Internationale Massenmobilisierung der Arbeiterinnen, die Frauen und der Jugend mit Bewegungen wie Fridays for Future und der feministischen Bewegung gegen die türkische Besatzung und die imperialistischen Interventionen in der ganzen Region. Um dieses Ziel zu erreichen, kämpfen wir für die Gründung einer antiimperialistischen Strömung innerhalb der Gewerkschaften. Denn die strategische Perspektive ist die Entwicklung von Massenbewegungen und Generalstreik gegen den Krieg und die Interventionen des Imperialismus. Beji Barkhordana Rojava, Jin Jian Azadi! Jin Jian Azadi! Jin Azadi! Jin Jian Azadi! Danke für diese klaren und deutlichen